Oh, oh. Ah. Ja, ich habe... Die sehen komisch aus, ne? Immer. Und irgendwer hatte geschrieben, die sehen aus wie Mobs. Das stimmt. Muss ich zustimmen. So. Die sehen aus wie Möpse. So. Da könnte man lang. Oh Gott, hier sind wieder so viele Gänge. Hier wäre auch ein Fahrstuhl. Hier läuft noch einer rum von den Viechern, ne? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Na gut, ja, dann gehen wir da hoch. Da hat gerade was rot anvisiert. Na egal. Ja. Es geht auch noch weiter runter. Das Wasser. Man, oh Gott, das sind so viele Wege. Ich speichere mal. Ich habe ja lieber lineare Wege, muss ich ja gestehen, ne? Da könnte man wieder hoch. Da ist ziemlich Strom. Wahrscheinlich darf ich da nicht in die Gegend, ne? Kann ich da durchspringen? Doch, kann ich. Geht nicht? Das geht also nicht. Das geht nicht. Okay. Also hier ist die Power off. Das bedeutet, wir müssen da irgendwie lang und gucken. Ja, da ist nichts. Hier fliegen wir hoch. Okay. Also auf der anderen Seite oben ist kein Power. Das habe ich jetzt begriffen. Gut, ich könnte noch weiter runter gehen. Stimmt. Dann gehen wir halt noch weiter runter. Da. Sind das Würmer, die mich töten? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Nein. Nicht als Gegner. Okay. Dann habe ich. Das war etwa eine Kurzschlussreaktion. Ah, hier ist was blockiert. Das ist alles. Aha. Sehr schön. Power läuft wieder, würde ich sagen. So. Und dann kann ich jetzt hier einschalten wahrscheinlich, ne? Ist noch auf off. Okay. So. Okay. Speichern. Dann müssten wir jetzt ja wieder zurück können. Na, ist jetzt dieser Fahrstuhl wieder an? Beziehungsweise kann ich den Fahrstuhl jetzt rufen? Oder ist das gar keiner? Vielleicht ist das auch gar keiner. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach wieder hier hinten hin und fahre jetzt mit dem Fahrstuhl hoch. Wahahaha! Fuck. Ich wollte eigentlich das Maschinengewehr nehmen, aber so geht's auch. Was mit dem anderen? Komm ich da nicht ran? Du lebst noch? Gott, das konnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der es überlebt hat. Okay. So, mal gucken. Na, wie viele sind da drauf? Einer. Okay. Speichern wir das mal ab. Fahren nach oben. Und hier erwarten uns... Nicht so viel. Ein.
Du lebst noch. So, da will ich mal eben reingucken. Nichts Tolles, okay. Ich höre aber noch Leute rumlaufen. Ich glaube, in diese Richtung war ich noch gar nicht unterwegs, ne? Und wenn, dann mache ich es jetzt. Ah! Ah! Sehr schön. Das wird gespeichert. Definitiv. Ah, ich habe gerade ein bisschen Angst. So gut, dann sind wir jetzt auf der anderen Seite, wo nichts Tolles ist. Oh, hier sind ja ganz viele Dinge. Oh! Ja, sehr geil. Wir haben aber alles aufgefüllt hier. Sehr, sehr gut. Ha! Das war gut. Jetzt müsste ich nur noch so einen Anzugs-Aufladepunkt finden. Der lebt, ne? Ich glaube schon. Da. Der ist aber leer, ne? Ja, der ist leer. So, dann ist das hier der Ausgang gewesen, ne? Ja. Der, ist der tot? Ja, der ist tot, okay. Da muss ich wohl wieder zurück. Ich kann hier hoch, sehe ich gerade. Ich bin doch damals... Ne, bin ich von unten rausgekommen, oder? Ne, bin ich nicht. Oh! Ach, schade, alles voll. Okay, gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Das hat doch eigentlich ganz gut geklappt, würde ich sagen. Und die Stunde ist doch nicht mal voll. Also wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Also es geht ganz gut voran, muss ich gestehen. Bin gerade selbst erstaunt. So, jetzt, wo kam ich denn ursprünglich her? Genau. Ah ja, durch die Tür und dann zu dem Typ wieder hin. Und vielleicht kann ich dann ja sogar das Viech töten. Hier müsste sogar noch so ein Energieteil hängen. Hier um die Ecke. Das, da müsste doch was drin sein, denke ich. Das habe ich noch nicht komplett aufgebraucht. Komm. Ja. Sehr schön. Es hört sich nicht so gesund an hier gerade, aber... Ah, hallo. Bist du denn? Unsere Schrot. Für die Viecher. Aha. Hier war der Typ. Das schaffe ich nicht. Geh lieber ohne mich weiter. Also ich hab's angeschaltet. Was auch immer das bedeutet. Ich guck jetzt mal nach. Ist das Vieh noch da? Nee. Also irgendwie müssen wir jetzt wahrscheinlich an dem Vieh vorbei. Hier ist es auf. Okay. Das Vieh kommt mir jetzt bestimmt hinterher. Da wäre Energie. Will ich das wissen? Keine Ahnung, ob das jetzt sinnvoll war, was ich da gemacht habe, aber ich werde es speichern. Gegenüber.
Okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich muss jetzt die Schiene so stellen, dass ich jetzt hier rauskomme. Mit dem Wagen. Okay. Versuchen wir es, ne? Kostet ja nichts. Moment. Ich will nochmal an das Teil daran. Okay, es ist alle. Na gut. Zumindest habe ich mich noch ein bisschen aufgeladen. Okay, dann. Ja, ja, ich muss das Teil erst darauf. Oh, wie scheiße ist das denn? Ich muss das Teil darauf fahren. Und dann muss ich es nochmal drehen. Gott. Boah, das ist aber schwer. Die Frage ist halt wirklich, kann man das Viech töten? Wenn ja, würde ich es natürlich erst machen. Ich versuch's einfach. Ich habe ja noch ein paar Granaten jetzt. Ich verballer jetzt alles, was ich habe, auf dieses komische Viech. Und hoffe, dass es irgendwann stirbt. Wo ist es denn? Aktuell ist es da. Ich weiß es halt nicht, ob es kaputt geht. Es sieht sehr robust aus. Ich glaube nicht, dass es kaputt geht. Ja nicht, wo wir uns befinden, ist das Problem. Scheiße. Es lässt mich ja auch gerade in Ruhe, deswegen, es wundert mich gerade so ein bisschen. Wenn ich es nicht angreife, vielleicht lässt es mich dann auch komplett in Ruhe. Ich habe keine Ahnung. So, und jetzt kann ich hier das drehen. Jetzt komm. Das ist nicht dein Ernst. Ich hätte jetzt ein paar Meter weiterfahren müssen, ne? Ey, ihr seid doch alles scheiße. Ohne Witz. Oh, okay. Also ein paar Meter muss es weiter. Und wenn ich da jetzt nochmal drauf gehe, dann bin ich hundertprozentig tot. Steht da ziemlich ruhig. Also entweder hat sich da gerade festgebackt, was sehr, sehr geil wäre. Oder es ist tatsächlich so, dass man, wenn man es in Ruhe lässt, dass es einen gar nicht angreift. Ich weiß es halt nicht. Jetzt darf ich aber, ne? Okay, und jetzt kann ich damit eigentlich abhauen, ne? Beziehungsweise, ja, ich muss das wahrscheinlich an diese Wand führen und dann drauf schießen, damit sie in die Luft gesprengt wird. Und wenn das Viech jetzt lieb ist, lässt es mich einfach vorbeilaufen. Ich speichere einfach mal. Ich glaub's aber nicht, dass es funktioniert. Hab's mir gedacht. Ach so. Fahren ruhig ein bisschen schneller. Solange es nicht hinterhergefahren kommt. Ich hätte gedacht, ich musste jetzt. Na, ich habe gedacht, hier wäre so eine TNT-Kiste drauf gewesen. Aber das war nur dieser rote Bedienwagen. Ich dachte, ich müsste vielleicht draufschießen. Auf Schienen. Moin. Bon, ich habe auf dich gewartet. Einer von deinen Wissenschaftlerkumpels hat gesagt, ich soll dir was ausrichten. Du sollst das alte Schienensystem rauf zu irgend so einer Art von Satellitentransportrakete nehmen. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Und der Typ hat es so eilig, hier heil rauszukommen, dass er es mir nicht gesagt hat. Auf jeden Fall hat das Militär den Start abgebrochen. Wenn du die Rakete also findest, musst du in den Kontrollraum rauf und sie selbst starten.
Er sagte was in der Richtung, dass ein Lambda-Team den Satelliten in einer Umlaufbahn braucht, wenn wir aus dem Schlamassel hier jemals wieder rauskommen wollen. Ah ja. Das hört sich doch nach einem tollen Auftrag an und das werden wir dann auch gleich machen. Aber wir werden an dieser Stelle den Part beenden und dann werde ich gleich in der nächsten Hälfte dieser Session weiter aufnehmen. Ja, ich würde sagen, wir haben ganz gut was erreicht. Ich bin einigermaßen zufrieden. Und dann schauen wir mal weiter, wie es dann weitergeht. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.